Servus Leute, willkommen zu einer neuen Folge der FC Wacker Innsbruck Karriere. Und ich habe gerade hier ein bisschen Kader durchgeschaut und umgestellt bei denen auf links, weil er muss halt natürlich auf der richtigen Position spielen, weil der rechtes Mittelfeld kann man nicht. Dann habe ich Treppe ausgetan und die haben mir dann ein Leitgeb und wenn ihm das passt, gut. Ese und hinter sehr, also hey, Ese 10 ist eigentlich nicht das, also eigentlich kann man aber nicht spielen. Ja, da hinten, da passt ein Hals. Der Sonnleitner, der wird eh gehen. Fossati, der kann mal Stammspieler werden, statt dem Meisburger. Knett ist schon schlechter wie Weder. Marc ist verletzt. Orgil haben wir noch. Rakowitz, Rasswalder, Anzinger, Drexler, Meier, Hintermeier und Ammerer. Also ich bin eigentlich einer der Jugendspieler raus. Vielleicht können wir die ein bisschen verleihen. Ja, eben in den Dammerer eine ausgeliehen. Bei einem anderen Birkel und seitdem drüber. Noch schauen wir mal. Hintermeier. Leihliste. Deno. Neitransferliste. So. Den kann ich vielleicht sogar lassen dabei einmal, den der Oleiliste. Den halte ich auf jeden Fall. Da ja, ein Zinsch. Das ist eigentlich. Also jetzt einmal da. Stürmer brauche ich jetzt einfach keinen mehr. Nein, braucht man nicht mehr. Linkes Mittelfeld, das spielt bei uns Pellegrini, braucht man schon nicht. Dritter Verteidiger, das war schon gut. Aber da ist alles so neu. Also, der Goalie braucht mal. Nicht. LVO, rechter Verteidiger, sagt auch mal. Linken Hüpfhafen. Innenverteidiger. Na, braucht man noch nicht. Defensives Mittelfeld, ja genau. Zentrales Mittelfeld. Nein, also auf jeden Fall offensives Mittelfeld ist das Beste, was wir brauchen. Wir haben gerade zwar keine Transferphase, aber ich stelle mal einmal vorscouten. Und ja, also müssen wir vielleicht noch so machen, dass wir vielleicht Weltklasse und halt ablös frei. Da haben wir schon zwei. Kara Lenitz. Die Malin da. Dorovic war eigentlich eine gute Idee. Haben wir noch schon was Leiberaschen. Achso, der hat allein 67, weil eigentlich spiele ich FIFA 20 und da hat er schon 75 oder so. Da hat er noch 67. Das war sogar. Kann ich mir überlegen. Da muss man das kaufen. Viel Geld haben wir, 589.000. Transfer für Haare und so. Wir sind abgelehnt. Ne, die haben so. Weil da haben die uns angenommen, oder? Ach, so ein Leitner ist schon verkauft. Ja, und der Leitgeber. Ich habe da haben die angenommen, da haben sie es verkackt. Und die Verhandlungen danach. Was haben die nicht alles drin da? Also, nachher Jugendstab. Ja, da haben wir eh drin. Eingerichtet. Jetzt haben wir ein bisschen. Ja, der Quächer, der schaut gut aus. Berger. Nase knallt, der schaut gut aus. Eberoid. Der schaut gut aus, schlecht aus. Der Roid. Komm mal. Nein, das haben wir drin. So, wir haben weiter simulieren. 6, das haben wir gerade. Das ist die zweite Saison. In der ersten Saison, da waren wir gerade so, da waren wir lang Tabellenerster, weil ich so viele Spiele selber gespielt habe. Da haben wir in die Playoffs, also halt in die
Meistergruppe, Kalligruppe nachher, aber nicht verkackt nachher. So machen wir da noch so. Transferangebot für Stefan Rakowitz aus Italien, was da wäre, oder? Ich bin so bei Backup von Jamnik eigentlich, so nachher brauch mal Wien. 600.000. Auch schon gut. Super! Ja, passt. Super Angebot. Dammerer ausleihen. Das kann man machen gerne. Das machen wir gerne. Das ist alles schön. Also. So, ich bin mal gegen Admira. Also der Leute, die beschwert, wer findet ihr? Kirschbaum, ja, das passt. Krim. Also, im FIFA 19, da gibt es ja die normalen 20, da wird es gleich übersprungen alles. So, und da steht es 0:0. Ich hoffe vielleicht, dass wir gewinnen, weil gegen Admira. Jawohl! Ja, nein, Kolisch hat den Ausgleich. Zuerst Jamnik mit dem Treffer. Ja, Albert Walci mit dem 2:1. Ich schon in Real Life schon in Salzburg und wir gewinnen noch das Spiel. Gut. Also Albert Walci ist ja nach Salzburg gewechselt. Letztes Jahr schon. Aber auch immer mehr. Ja, Champions League, dann ist das in der letzten Folge. Das Spiel gegen Real gespielt. Ja, wir haben gute Chancen gekriegt. Bei uns ist ausgegangen für den Gegner. Schau, Fossati hat jetzt schon 65. Dann können wir sogar spielen lassen jetzt von Meisburger da. Weil der entwickelt sich sicher mehr bei der Meisburger. Die Reihe ist noch weg. In ja, und das ist schon nicht mehr Audio. Kann ich nicht gut spielen lassen. So. Ich sage jetzt vielleicht, dass wir vielleicht den Ese verkaufen, weil ich mache jetzt zwei Stürmer in der Starterstellung, wenn ich dann mit dem Stürmer spiele. Achso, die kann ich auch umstellen, ne? Die Formation auf 4-4-2 kann ich umstellen. So, noch stehen sie bei dem Sturm. Ich bin nie deppert, warum haben die das jetzt schon viel früher getan? So, wer geht mein Spiel mehr? Lokomotiv Moskau. Das Spiel werde ich natürlich selber spielen, weil. Also, da war ja irgendwann raus. Also, Champions League werde ich alle selber spielen, weil der Mess. Also, ich. Präsentationen weiter können. Das war cool. Aber 5.000, also ein Elevator gleich schon. Hat er jetzt in FIFA 20, hat er schon über 70 Gesamtstärke und merkt dann fast 3 Millionen. Und da, das ist auf jeden Fall verkaufen tue ich den nicht. Nein, nein, nein. Und Wacker hat in der Realität sind wir schon in der zweiten Liga, jetzt in der zweiten Saison nächstes Jahr. Haben Ronny Waldo gekauft, in Knaller haben sie gekauft und einen Vetteriti. Ah, schau, den gibt es sogar, oder? Vielleicht schaffen wir, dass wir dann irgendwie kaufen. Da hat sogar ein als LM. Ja. Und. Ja, in Ronny Waldo da drin sein, weil der spielt bei Mustana. Knaller ist drin. Das ist ein bisschen Realismus, so wie ich jetzt bin. Weil Wacker ist in der zweiten Liga eben und haben
alles so Spieler, was wir gerade in der zweiten Mannschaft waren, wie Wallner oder sind der Fernamse wieder zurück ausgeglichen. Und ja, Gründland. Ich muss jetzt mal das kaufen. Wenn man noch nicht gerade ist, kann es rein. So. Monatliches Scouting-Update, noch vor dem Spiel, alle drei, ja. Mit der Schöpfer, ja, Fofana, Sven Schulze, Emil Schäfer, das ist nix. Oder Baumgartner, nein, Bichler. Nein, der Winkler war mit. Jetzt schauen wir, Fofana, der gut ist. Ja. Lass mal drin schreiben. Was war das Beste für den? Warte mal, plus 1,26. Wieso? So nicht. Tickets. Ja, wir haben 266.000 Tickets. Ja, also nicht, nein. Okay. Ja, auf jeden Fall gehen wir jetzt rein ins Spiel. Lokomotiv Moskau auswärts. Ich glaube, wir haben noch nie mit dem Rest gespielt, mit der wäre ja nicht spielen, weil wir einfach schöner sind. Eigentlich bin ich kein Wacker-Fan, aber in FIFA 19 ist halt Wacker als Tiroler Verein drin, die bin Tiroler. Und ja, deswegen mache ich ja FIFA 20 Erwartungskarriere. Da werde ich immer weitermachen wieder. Weltklasse. Ja, gegen die kann man eigentlich schon auf Weltklasse spielen, gegen Lokomotiv Moskau. Gegen Tottenham oder gegen Real, was wir in der Gruppe haben, wäre ich Wolf gespielt. 6 Minuten, ja. Nachher gehen wir rein ins Spiel. Höhe das! Scheiße! Er ist der beste Torjäger der UEFA Champions League. Kann er auch heute wieder als Torschütze erfolgreich sein? Warten wir es mal ab, er hat sich natürlich eine Menge vorgenommen. Was hat er gesagt? Lukas, das ist ja der beste Torschütze der Champions League. Der hat doch dann noch Kontext geschossen, oder? Achso, in die Playoff-Spiele davor! In die Playoff-Spiele! In die Quali zu spielen, wir werden immer vergessen. Da hat er noch viele geschossen. Jedenfalls recht herzlich. Sie haben sich richtig entschieden, hier dabei zu sein. Zweiter Spieltag also in der UEFA Champions League, muss ich immer merkt, an der Atmosphäre, es zählt wirklich jedes Spiel. Ein Wettbewerb, in dem du dich nie ausruhen darfst. Es gibt keine leichten Spiele. Du bist zu jeder Sekunde, zu jeder Minute, in jedem Spiel gefordert.
Hier haben wir die Einblendung, so läuft die Heimmannschaft heute auf. Hallo Ponte, ich muss gerade spielen mit Skijowiak und eben Höger das. Richtig sehr. Das ist richtig. Jeder auf der Bank. Okay. Smolov haben die. Und genau eben beide Mirantschuk. Unterstützung nach vorne kommt, dann müssen sie nachdenken. Smolov ist ja stark. Wie wäre das? Hinten geht schon gleich Mittelfeld und gegen Rangers. Und das also ist die Aufstellung, der kennt sowieso. Bon kam auch nicht spektakulär. Ja, da sehen wir ein 4-4-2. Gibt's auch noch. Zwei Viererketten und vorne zwei Stürmer. So, da geht's jetzt los. In Moskau spielen wir mit dem FC Wacker. Und ja. Vielleicht gleich jetzt die Chance Pass, weg ist der Ball. Für. Nein. Leid gehen. Hinterseher. Sie kommen jetzt über außen. Na, was tut denn der? Wo läuft der hin? Anton Mirantschuk. Alexej Mirantschuk. Nun Grigoriak. Sie müssen schneller spielen, dann könnten Sie die Defensive überraschen. Klasse Technik. Er könnte hier heute ein Akteur werden. Mit ihm kommt auf jeden Fall Tempo ins Spiel. Er ist extrem schnell und wird natürlich diesen Vorteil auch heute nutzen. Jawohl. Guter Einsatz, aber jetzt Einwurf. Nun Grigoriak. Alexej Mirantschuk. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Entschlossen geklärt. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Mein Boden bleibt doch stehen, der alte Sock. Meiner. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Anton Mirantschuk. Jawohl, super, der Kore. Hinterseher. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Anton Mirantschuk. Ballverlust. Da passt er auf. Da bekommt er Unterstützung. Ja. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Jawohli. Klasse Tackling. Mann, nicht jawohli. Gutes Tackling. Gute Zweikampfführung. Ja, gib mir das her. Und nun Höwedes. Oh nun Höwedes. Manuel Fernandes. Alexej Mirantschuk. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Gute. Tolle Chance, aber kein Tor. Schon, das fehlt dann noch ein bisschen auch das Glück. Erste Chance im Spiel. In einer Minute. Und jetzt kriegt er noch gelb für Mamadou Doucouré. Der Schiri belässt es allerdings bei gelb. Ja, für mich geht das in Ordnung, Wolf. Hartes Einsteigen, aber nicht überhart. Mein Hund, der darf ich mir eine alte Sackdolle reingeben. Der war zu ungenau. Zum Ball gehen, nicht warten. Da kommt drauf. Nein, was fährt denn der auch? Alexej Mirantschuk. Da zieht er ab. Harmloser Abschluss. Einfach für den Torhüter. Klasse. Na, was fährt denn da? Stopp der. Nun Fernandes. Himmel, jetzt gleich schon mal zu. Hallo. Da ist Platz. Hast der Madonna. Du. Das war knapp. Boah, super Chance von Alexej Mirantschuk. Aber da geht knapp vorbei.
was hat die? Ich denke, heute sein Debüt, oder? Ja, das Debüt. Und das wird Champions League. Und der Leitgeb, das ist ja so an. Der bewegt sich nie. Der bleibt mal stehen einfach. Ich passe nicht und dann bleibt stehen. Ecke. Ecke kommt's. Und. Kim, Jamnik. Mai. Er ist ja komplett fertig schon. Mei, was hast du denn los? Und das ist eine gute Gelegenheit. Ah, den wird er vermutlich direkt versuchen. Na bitte nicht, hey. Das ist der Knurrno, oder? Na. Jawohl! Nächste gute Chance von Lokomotiv Moskau. Können Sie diese Ecke jetzt nutzen? Die Fans sind da, der Druck ist im Moment enorm. Alvarez! Das ist eine verschenkte Chance. Ah, da fehlt einiges, der Ball geht weit vorbei. Jetzt hauen wir mal aus, oder? Nein, nicht zu der Imi, wollte mal hin. Ah, wollte ganz noch sicher, gehen. Auch dieser Ball kommt an. Jetzt was ist mit dem. Ball kam gut, was aber führt denn der raus? Ja, super, hey, was? Beinahe! Musste dieses Tor einfach fallen. Oder Scheiße! Alle bleiben so stehen. Smolov. Eiskalt. Man hatte sie im Vorfeld keine Gnade. Und das bestätigen sie hier. Gute Leistung, einige Torchancen. Ja, kann ich nichts sehen. Ganz genau, und das sehen wir jetzt hier nochmal in der Wiederholung. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Hinterseher. Jetzt komm doch mal raus, da, hey. Da kann ich noch schießen. Kim Bani. Jawohl. Und der Leitgeb haut mir weg, oder? Mein Gott, jetzt hätte ich ihn verkauft haben, den Arsch. Rebus. Oh, gut, Lucky. Da draußen wird Einwurf geben. Manuel Fernandes. Ja. Ja. Hinterseher. Kim, Luf. Kim. Klasse. Nein. Sehr gute Passquote hat er heute, auch der Ball kommt an. Nicht laufen, oder? Anton Miranchuk. Was man ihn kauft, hä? Sie müssen schneller spielen, dann können Sie die Defensive überraschen. Ja, können Sie die Defensive überraschen. Ja, schwacher Ball hier. Die Gelegenheit. Hinterseher. Mei, was ist mit dem Hinterseher los? Noch drei Scheiße da. Anton Miranchuk. Nein, das ist schon. Meine. Einfach besser. Da steht er gut, er kann dazwischen gehen. Die Nachspielzeit wird angezeigt, 3 Minuten gibt's. Guter Pass. Hinterseher! Ja! Bam! Für die Zuschauer daheim, das ist eine richtig interessante Emil Kaiser mit dem Ausgleich, kurz vor der Pause. Zuerst noch der Schuss von Hinterseher und dann staubt er natürlich ab. Isse, wieder mit dem Tor. Wieder mit dem 1:1 Ausgleich im zweiten Spiel. Das gleiche macht er gegen Real Madrid auch schon, da, nur das andere. Achso, das damals mit dem Kopf machte. Auch 2:2 aus der Dafür. Kurz vor der Pause. 1:1 wieder unentschieden. Was gleich ist dir passiert? So, jetzt auch hat er gegen mich, gell? Anton Miranchuk. Smolov. Rychowiak am Ball. Ja, Pause. Wir gehen mit einem 1:1. Den noch gleich weiter. Also. Nein, gibt das Digga schon lange Leute. Hau jetzt nicht. Warum ist noch du Karese fertig? Und weiter geht's. Ja, Anpfiff zum zweiten Durchgang hier am zweiten Spieltag in der UEFA Champions League. Also bisher eine klasse Partie, kann gern so weitergehen. Das mache ich so besser, erst einmal ankommt. Ja, genau, oder? Jetzt Manuel Fernandes. Ihr seht, dass er ankommt. Wow! Alex Miranchuk wieder mal mit einer Chance. Einer guten Chance. Du Kore.
Amadou. Geblufft! Wird's jetzt gefährlich? Ja, hat er mal. Jetzt die Flanke. Ede! Das war knapp. Zweite Chance. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Also ich glaube, mit dem Tor kann er zufrieden sein, aber da ja, geht noch mehr. Bislang nur erste gute Aktion von Leipzig. Aber voll schick. Smolov, starker Stürmer. Ah, es wird näher. Auf da. Du Kore. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Kim den Holmgren setzt den Ball. Balli, Kim, wo ist Balli? Ja, da ist es. Eingeb, das ist mit dem, jetzt kommen wir wieder. Ja, jetzt kannst du damit. Mei. Ja, genau. Ja. Der Sitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Na, wir haben zu viert vorne gewesen. Ballverlust. Immer noch zu viert vorne sind wir. Jetzt nicht mehr. Ah, da, 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 du. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Ja, ist schön. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Oh. Hinterseher. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Ganz einfach. So, mein Handling. Und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Handling. Alex Bayern. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die haben geht da rein. Weiter. Was tut denn der? Hör zum Balci. Keine gute Verteidigung. Also mal wechseln, oder? Es geht jetzt weiter. Link. Pellegrini. Da hat er mal 64 jetzt. Zukunft lasse ich keinen Spann spielen. Ey. Und da. Was ist denn ein Jambi der Mäuse? Oh, ein Leitgib. Also, dann machen wir so. Kerlspann. So. Man kann nicht recht spielen. Hinterseher kann das. Dann machen wir aber 4-3-3. Also, weil wenn er mal jetzt links rappt. Jetzt was ich mache. Ich mache jetzt 4-2-4. So. Die Gäste werden wechseln. Mein Annik! Da kann ja nicht! Warum denn in den Kult? Da rollt der Ball ja nur. Den nimmt sich der Torhüter ganz locker. Mein Ete. Alexei Mirancho. Und Fernandes. Ribos. Krychowiak. Anton Mirantschuk. Auf außen ist Platz. Was ist denn los? Jetzt hat er den Ball. Mann, das ist die. Ja, nehmen wir wechseln. So. Da könnte was draus werden. Jetzt hört der Wappler mal drin. Jetzt haben wir ein paar neue. Und gönnt ihm den Beifall. Und das völlig zu Recht. Er hat heute wirklich eine klasse Leistung gezeigt. Ach so, danke, Schiri. Schnolle, ich komme. Komm. Na, nicht zu dem! Bei FIFA 19 ist dann so ein scheiß Spiel. Wenn ich überpassen will, passt er gleich zum nächsten wieder. Aber oh, jetzt zu dem, was ich will, Manni. Also zum nächsten Mauer. Anton Mirantschuk. Und Fernandes. Hallo, siehst du da los? Der Ball ist im Tor aus, es gibt Ecke. Okay, machen wir irgendwie ein Torchen.
In die Ecke kommt die Chance. Auf, Smalls. Ah, hätte hier gerne das Tor gemacht, sah auch zum nächsten gut aus, aber dann fehlt einiges. So, jetzt holen wir alles aus, hier sind zur Mannschaft. Ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Alles, was wir noch haben, Henning. Er zieht ab. Nein. Aber der Schuss wird abgeblockt. Jawohl, wo ist das die? Schaffen Sie hier noch den Ist er, ist er, ist er. Ja, Ecke. Mal wieder bereinigt. Ecke. Ball ist im Aus, es gibt Ecke. So, Ecke kommt. Kim. Gute Aktion, gut geklärt. Man kann mal gucken, oder was? Ja, genau. Alex Emirancu. Ja, 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 ja. Ja. Jetzt kann er die Flanke. Na, holen. Na. Nein, 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 jetzt nein. Was für ein Pick. Doch schnaufen. Na, boah, so nie aufgehört. Man kann das sich nicht bewegen, oder? Anton Mirantschuk. Anton Mirantschuk. Super Pass. Da kommt der Steilpass. Trikobiak. Mann! Ah, sie war die bessere Mannschaft. Ich glaube, so dass sie das nicht mehr aus der Hand geben. Trikobiak, Kritobiak, Mirantuk, Butukuk, Butukufuk, Butukuk, Butukuk. Ein ganz, ganz wichtiges Tor, das wissen Sie natürlich. Das wissen Sie natürlich. Ja, das wissen Sie, ne? Ne? So. Jetzt mal vor, jetzt war Block. 1, eine enge Kiste. Die letzten 5 Minuten laufen noch, liegen sie mit einem Tor vor. Nein, Karl Sturm! Jetzt Manuel Fernandes. Ribus. Und Fernandes. Toller Pass! Ja, genau, oder? Sie müssen ein Tor erzielen, aber hier wurde der Ball abgefangen. Manuel Fernandes. Hier wird es am Ball. Jetzt Manuel Fernandes. Er nimmt ihm den Ball ab. Vielversprechender Spielaufbau. Ob sie den Ische, was führt denn der raus? Im Ohrschanz. Na, warum passt er zu dem? Kim. Roman Kirschbaum. Für eine Dramatik. Klasse, wie sie es Roman Kirschbaum mit dem 2:2 in der Nachspielzeit. Wahnsinn. Dem letzten Angriff. Es ist ein enges Spiel und das drückt jetzt auch der aktuelle Spielstand aus. So, Schluss in dieser Partie. Dem Sieg. Roman Kirschbaum, Held des Tages. In der Vorschlagsseite spielt jetzt Olli, hat ein Leid geht. Mag der ihn! Der wäre gut gekriegt! Wahnsinn! Bäm! Das ist gar nicht so verdient! Verdient ist so, Alter! Das ist unentschieden in der Lokomotive in Moskau, ist schon super! So, nicht Spiel gegen Austria Wien. Spiele ich nicht. Was will der Transfer in Frage? Bist du halt? Nix, bleib stehen. Vierter sind wir in der Liga. Und dann spielt weniger. Was sie mir jetzt gewinnen, Kapper Zweiter werden sogar. Mattersburg ist Zweiter. Ja, genau. Salazar. Na, das ist ja Blödsinn.
So, Rulli, nein, auch nicht. Calvano, nein, das ist ein bisschen. Burgess, Barnett, Bernersen. Ich habe Mexiko abgegrast. Ja, du kannst weiter grasen. Du kannst von Krisch. So. Nein, du das Spiel da. Kinder, das muss ich viel frischen ausstrahlen. Was ist denn nicht da? Was? Was ist denn da falsch? Das ist eine SV Liga, hey, Austria ist letzter, St. Pölten, Golden Logo, 11. ist schon okay, Altach 10. okay, Hartberg 9. ja, Admira 8. nein, Lask 7. ist auch nicht normal, Rapid 6. ist auch nicht normal, WAC 5. ist auch normal, Mir 4. ist auch nicht normal, Sturm 3. ja, Mattersburg 2. Es ist unmöglich, eigentlich. Und so was setzt jemand mit in der Realität los, ich stelle mir so viel Schulden hin. Das ist ja vielleicht Zwangsabsteigen in der Regionalliga oder noch der von Salzburg Erster. Ja. Das Kind gegen den ist mal locker wieder. Nein, in Leipzig spielen lassen. Ja, ich wusste schon, was wir mit den Euren müssen spielen. Hinterseher mit dem 1-0, jawohl. Können wir noch einen nachlegen gleich? Ne, gleich, Gott. Hinterseher 2-0, was? Doppelpack, Hinterseher. Können wir schaffen, sind nicht mehr. Jawohl, haben wir gewonnen, jawohl. 2-0, daheim. Im Ausstrahl gewonnen. Guter Sieg. So, dann sind wir Zweiter, super. Mit Champions League Gruppe, wir sollten eigentlich Dritter sein, oder? Das Dritter hat man vielleicht mit Euroleague kommen. Da steigen wir dann nachher schon ein. Da. Noch etwas haben wir. Da. Ja, Dritter. Ja. Ist halt auch Differenz, oder? Mattersburg 3. ist halt normal. So, was haben wir für Nachrichten gekriegt? Hintermeier, okay. Türkei abgegrast, okay. Deutschland, kann ich zu Scouting gehen? Akowitz verkauft. Semi Karadenitz. Ah, das ist der Rani. Ja, genau, den nehmen wir. Drexler. Auslöch. Ja, noch wieder weg. Peterbau, kann ich ein bisschen spielen. Die dritte, das war realistisch. Den werden wir holen wahrscheinlich. So, Hupado auf 67. Sauber. Das war die nächste, außerdem die Einheit. Ihr seid 9,7 Millionen. Ja, eigentlich verkaufen kann man eigentlich. Das kann bis zu 15,6 verlangen. Was man da alles kaufen könnte. Und eigentlich einen Stamm. Und Gott, der Stimme haben wir schon mit mir bisher. Da ist er. Mal was, wenn ich jetzt. Wenn ich 15 krieg, war schon gut. War super. So, jetzt haben wir so 15. Verlangen wir jetzt mal 15. 13,7. Mir bleibt hart, bleibt bei 15. Und runter macht er noch mit und dann auch. Ja, super. 15 Millionen für Esse. Ja, gerne. Auf jeden Fall ist der Kader ist viel zu dünn, wir müssen auf jeden Fall was machen.
Und die werden jetzt mit den 15 Millionen in ein Spiel investieren, sagen wir mal mehrere. Wir brauchen eben einen breiten Kader. Knaller. Ja, auf dem Markt überfliegt. Geil. Weißt du, ach, gut, was kommst du? Jetzt kann ich nach Belgien gehen. Was hat denn der für Scheiße in Gold eingesetzt? So, gut, also, Kersprung muss ich spielen, genau. Covid kann nicht. Irgendwie haben wir auch zu viele Innenverteidiger mit dem 5. Ach, man, nicht. Markt zu meiner Aufbank. Nochmal in den Zwerchpasse, 2 Monate. Ja. So, das Spiel kann man holen gegen Hauptberg. War möglich. McKee haben die. Ese 1-0, jawohl. Obwohl man er macht schon viele Tore. Aber 15 Millionen ist das schon gut. Und zwar. Und viele weiterentwickeln macht das auch nicht mehr. Ich glaube, von dem ist Potenzial schon ausgeschöpft. So, und Null sind wir vorne, 80. Minute. Und fertig. 1-0 Aussatz in Hartberg. Ja. Gato. Jetzt hast du mal in Tottenham. Was will denn der jetzt? So, das Tottenham-Spiel, das wäre jetzt aber auch immer spielen in der Folge. Das gibt es ja in der nächsten Folge wieder. So, jetzt haben wir immer noch bis zum Spiel. So, ist er verkauft kurz vorm Spiel noch. 10,3 Millionen kriegen wir. Na, ist mal wurscht. Balci verkaufen. Nein. Also, Freizeit in der Transferphase. Da wollen wir in die Breite investieren. Warte, aber vorm Spiel will ich nicht besorgen, ich denke. Nämlich Haaland, weil der ist dann noch irgendwo in Norwegen, oder? Haaland. Ja, wenn er das schnell wollte. Ich hab auch gehofft sogar. Eine gute Idee, oder? Haben wir einen Sturm abgeben? Was ist denn das da? Daniel Granat Zamora. Was hat denn Jordan Bayer? Alakutsch. Und Dagba. Ablösefrei kann man holen. Da, was haben wir da? Belegade. Ja, da ist sie wieder leer. Italia schon gut aus. Schön. Rajot. Oh, Ablasser frei. So. Nochmal da. Offensiv hinten meiner. Der war schon geil. Hinten meiner war geil. Bonaventura ab. Ja. Und man dann da. Ja, super. Das machen wir. Sind wir auf Transferzentrale. Du siehst. Der war schon gut, ja. In dem Pussy. In dem Position. Da brauchen wir jetzt 20. Ehre war eine Möglichkeit. Schöpfer geil. Schöpfer geil. Der da, war ein Schöte. Biris, was haben die denn da für Scheiße drauf, der Transferliste? Transferliste auf der Wunschliste, meine ich. Hansack. Karl Denit. Da. Ja, oder den da. Schoberschlei war auch gut. Mit der richtigen Leut. Also, ich hole auf jeden Fall den Schoberschlei alle. Knaller weiß ich nicht. Den Haaland werde ich holen. Der geht nicht. Der, den werde ich holen und jetzt habe ich sie frei. Ein Bogel haben wir eh schon geholt. Ich werde da schon nachdenken, ich wollte ihn nochmal holen. Dann haben wir eh schon einen Rechtsverteidiger. Ich brauche noch keinen.
So. Okay, mach mal, ich spiele in der Folge. Mach mal noch. Aber ich spiele durch sie. Also, ja, dann muss ich simulieren. Alter, kann man mal reden. Kämpfen in der Euroleague. 0-0. Wahnsinn. Soll ich jetzt nicht. Danielle mit dem 1-0. Ja. 13. Elli tot. Escudero auch tot. 2-0. Meisburger für Duk Wanyama 3-0. Thiago 4-0. Aurier verletzt. 4-0 verloren. Also wenn nie gespielt hat, dann wäre es auch nicht viel besser ausgekommen. Machen wir das Adler. Alltagsspielen machen wir noch. Können wir jetzt zweiter werden? Nachher darf man wieder Champions League Quali spielen. Ich kann auch rein, damit dann ist Sturm Graz. Mattersburg wird abfallen jetzt. So. 1-0 hinterher. Das geht ab mit dem. Ich sage nochmal noch, wie viele Tore er gemacht hat jetzt. So, Pues 1-1. Jetzt aber da schießen, Jungs, gell? Ese 2-1, jawolli! Jetzt kann man Cutter mehr kriegen, gell? Jawohl. Ja, so. Ese auf 75, ne? Versagt die auf 66. Also, um zu schauen, Statistiken, wer hat die meisten Einsätze? Wedel 24, Henning 24 und Walchi 24. Ese 11 Tore. Hinterseher 19 Tore in 19 Spielen. Insgesamt. Und schau mal, in der Bundesliga 12 Spiele, 14 Tore. Das ist ja wahnsinnig. Und Vorlagen? Diese 6, Leid gibt 6. Ohne Gegentor. Ja. Attribute, hat plus gemacht. Ese plus 3, versagt die 3, Hotado 3, Meier Drexler für die Newpfeif. Ja, wer hat minus gemacht zum Leiten und Trepp? Wir sind halt dann eh verkauft. Trepp. Speck hat. Ja, wer ist am jüngsten? Unter Meier, und vielleicht mal. Meisten Wert Ese, mal verkauft, das Ese ist schon weg von zwei. Henning, wenn wir den oben nach Geld kriegen, hat noch verkauft. Hinterher kriegt er meiste Geld, hat drauf verdient. Das ist mit den Verträgen, Satin, müssen wir verlängern. Im Weißboden müssen wir verlängern. Ja, also, ja, das war's mit der nächsten Folge der Zwergkönigsburg-Karriere. Bis zum nächsten Mal, Leute.